Hallo und guten Morgen, liebe Pilz- und Naturfreunde. Spätherbstzeit ist Ritterlingszeit und ich bin hier an einem ganz besonderen Ort. Hier wachsen verschiedene Ritterlingsarten und die möchte ich euch vorstellen. Bleibt dran! Der erste Ritterling, der sich jetzt hier finden lässt, ist der Anis-Ritterling. Ah, und du musst jetzt darüber fliegen. Egal. Okay, ich fange nochmal. Der erste Pilz, der sich hier im Moment finden lässt, ist tatsächlich ein Ritterling. Und es handelt sich um den Anis-Ritterling. Er ist gut gekennzeichnet durch seine grau-grüne Farbe. Hier haben wir ihn. Und oh, das ist ja Wahnsinn. Der riecht ganz intensiv nach Anis und warte, ich sehe noch einen. Hole ich jetzt gerade mal. Das sind hier die zwei ersten Exemplare. Ja. Und die riechen wirklich sehr intensiv nach Anis. Jeder sollte den Geruch nach Anis natürlich kennen, wenn er Pilze sammeln möchte, weil der Geruch ist natürlich ein ganz entscheidendes Merkmal zur Bestimmung von Pilzen. Nicht weit von der Stelle hier sehe ich noch etwas Violettes, das schauen wir uns jetzt genau jetzt auch an. Es ist jetzt Anfang November und es lassen sich jetzt die ersten kaffeebraunen Gabeltrichterlinge finden. Ein hübscher Pilz, aber er ist nicht sehr schmackhaft. Er ist zwar essbar, er ist nicht giftig, aber schmackhaft ist er keineswegs. Man kann ihn als Mischpilz einfach mitsammeln, aber er stellt keinen großen kulinarischen Wert dar. Und genau wie im letzten Jahr auch, habe ich mich immer wieder gefreut, diese kleinen Pilze zu finden. Hier nochmal ganz groß der kleine Pilz, der kaffeebraune Gabeltrichterling. Und nebendran noch ein kleinerer Pilz. Der vom Speisewirt wahrscheinlich noch weniger an Bedeutung hat. Ich bin jetzt im Nadelwald angelangt und dort finde ich einige sehr hübsche Nadelholzhäuptlinge. Ein Pilz, den man immer auf dem Schirm haben sollte, wenn man Stockschirmchen sammelt. Wunderschöne Nadelholzhäuptlinge. Ich mache eine Aufnahme vom Stiel, eine Nahaufnahme. Hier haben wir den wunderschönen Nadelholzhäuptling. Absolut tödlich, aber wunderschön. Er wächst hier auf diesem Ast, auf diesem stark bemoosten und verwitterten Ast. Diese beiden Pilze. Und ich rieche jetzt einfach an dem Pilz. Und riecht muffig. Hier haben wir einen umgefallenen.
Den will man definitiv nicht essen. Der Nadelholzhäuptling. Ein Pilz, den man sich unbedingt einprägen sollte. Sonst könnte das die letzte Pilzmahlzeit sein. Hier auf diesem kleinen Tannenzapfen haben sich ganz kleine Pilzchen angesiedelt. So, Pilzfreunde, das hier am 1. November 2020 ist der erste Steinpilz für diesen Herbst, den ich hier finde. Und es ist wirklich ein schönes, knackiges Exemplar. Prüft das mal. Der Hut ist schön fest, genauso wie er sein muss. Jawohl. Die Röhrenschicht ist noch ganz weiß. Der ist also noch herrlich jung und ganz frisch. Und der wandert definitiv mit. Darüber freue ich mich jetzt ganz besonders. Wunderschön. Ich empfehle beim Pilzesammeln ein Pilzmesser mit einer Bürste hinten dran mitzuführen. Außerdem hat dieses Pilzmesser hier ein Zentimetermaß angebracht. Jetzt ist der Pilz fertig. Jetzt kann damit, ist gesäubert vom gröbsten Schmutz. Ja, so ein Pilzmesser hat große Vorteile, weil die Klinge auch rundlich gebogen ist. Und es hat hier auch eine kleine, ja, wie so eine Säge. Damit kann man grobe Verunreinigungen entfernen, ohne viel Pilzmaterial zu entfernen. Ja, sehr schön. Jetzt ist der Pilz fertig für den Sammelkorb. Und wieder finde ich einen dieser wunderschönen lila Rötelritterlinge. Man erkennt ihn sehr gut an den lilafarbenen Lamellen und hier stehen einige rum. Da nehme ich mir definitiv auch ein paar mit. Gut versteckt im Laub. Auch hier der nächste lila Rötelritterling. Und weiter hinten sehe ich gleich noch einen. Der gröbste Schmutz ist entfernt, so kann der mitkommen. Das ist ein Parasolpilz. Wie er schöner nicht sein kann. Man sieht, die Teilhülle ist noch unten geschlossen. Daraus entwickelt sich dann später, wenn der Pilz aufschirmt, der verschiebbare Ring, der am Stiel zurückbleibt.
Und da der Parasolpilz definitiv ein guter Speisepilz ist, werde ich ihn auch heute mitnehmen. Ganz charakteristisch ist hier der genatterte Stiel. Er gehört zu den Schirmlingen und hat am unteren Ende des Stiels eine Verdickung, die man auch als Knolle bezeichnen kann. Ihr seht, wie groß diese Pilze sind, und das ist noch ein relativ kleines Exemplar. Ich befinde mich hier in einer Roteichenschonung, und das hier sind rötliche Ziegelrote Schwefelköpfe. Ich zeige euch mal hier anhand dieses Beispiels. Die sind wirklich rötlich und die Unterseite sieht so aus. Dadurch unterscheidet sie sich deutlich vom grünblättrigen Schwefelkopf, der giftig ist. Und dieser hier ist auch giftig, auch magendarmgiftig. Das ist aber trotzdem ein wunderschöner Pilz. Und dieser wunderschöne Pilz ist immer wieder ein Genuss, diesen Pilz anzutreffen, der einfach schön aussieht. Gut, nur einen Steinwurf davon entfernt, lässt sich der grünblättrige Schwefelkopf finden. Er ist magendarmgiftig und schmeckt bitter. Ich möchte jetzt die Pilztour 1. November 2020 beenden und euch noch etwas zeigen. Ich halte hier zwei verschiedene Eichenblätter in der Hand. Das linke stammt von der Roteiche. Die kommt aus Kanada und nennt sich auch kanadische Eiche. Und rechts davon dieses Blatt, das ist unsere europäische Eiche. Der Unterschied: die Blätter der Roteiche sind gezähnt, fast wie Ahorn. Wenn man das hier abschneiden würde, könnte man es auch für Ahorn halten. Und die Blätter der europäischen Eiche, deren Enden sind alle rund. Das kann man hier ganz gut erkennen, den Unterschied. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.